Bergische Handballmasters. Wir sind hier Freitagabends, Derby Time. Und ja, der Alex und der Heiko sind bei mir. Die bergischen Soldaten der Liebe. Ihr habt angefangen mit gegen den LTV. Wie war es denn? War nicht so gut. Letzte Woche haben wir noch ein Freundschaftsspiel sehr hoch gewonnen. Jetzt haben wir unentschieden gespielt. Hätte besser laufen können, aber gut, dann müssen wir die nächsten Spiele gegen die höherklassigen Mannschaften gewinnen, dann läuft das. Ja, also da ist schon mal eine Kampfansage hier dabei. Ich sehe einige Leute hier in der Sporthalle, Neunkamp, also es wird schon angenommen. Ja, absolut. Also bisher sieht es echt gut aus. Ich glaube, wir haben über 150 Karten jetzt schon verkauft und wir haben jetzt, keine Ahnung, noch nicht mal 7 Uhr. Und ja, das ist, wie gesagt, glaube ich, schon ganz gut, wie das bisher angenommen wird. Und ja, bisher sind wir zufrieden. Genau, und wir hören uns mal an. Wir haben nämlich mit dem einen oder anderen Verein gesprochen, mit den Vertretern und mit Spielern, was die dazu sagen, hier bei dem Turnier teilzunehmen. Zum Beispiel hier Meinung vom Witzheldener Verein sowie auch vom TuS Wermelskirchen. Ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall sehr gut. Bin ja auch ein Soldat, habe das auch von vornherein direkt mitbekommen, habe das auch unterstützt, den Alex in seiner Idee dabei. Kannte die erste Version noch nicht, fand es natürlich gut, jetzt, dass wir in der Art und Weise das mittlerweile jetzt durchführen können. Finde es auch gut, dass so viele Vereine vor allem gekommen sind, außer einer. Und selber natürlich, sportlicher Anreiz ist da. Wir als Verbandsligist möchten natürlich mindestens schon das Halbfinale definitiv erreichen als Gruppenerster. Und dann am besten wahrscheinlich im Finale gegen die AG gucken, ob wir für uns für letzte Woche revanchieren können, für die Heimniederlage. Ja, finden wir sehr gut. Wir sind ja für den HC Wermelskirchen eingesprungen kurzfristig. Und ist für uns eine super Situation jetzt, dass wir uns hier darstellen können. Gut, wir nehmen das einfach mit für unsere Vorbereitung, wie du schon sagtest, und hoffen, hier gut abzuschneiden. Also das sind die ersten Reaktionen, die Leute sagen, schön, dass es dieses Turnier in der Form gibt. Viele kannten es gar nicht, dass es das früher mal gegeben hat. Und die sagen, toll, dass wir in der Vorbereitung eigentlich untereinander höherklassige und auch unterklassige Vereine gegeneinander spielen können. Ja, absolut. Also wir wollen halt auch den Vereinen so eine gewisse Plattform bieten, dass sie auch mal gegen Vereine spielen, gegen die sie sonst in der Liga nicht spielen würden. Das ist auch absolutes Ziel von uns, auch mal so ein bisschen ja, so ein buntes Feld zu kreieren und ja, dadurch auch so gewisse neue Reize zu setzen, auch für Vereine, ja, die sonst vielleicht auch unterklassig spielen und sonst nicht die Chance haben, zum Beispiel gegen HG Remscheid oder gegen TuS Wermelskirchen zu spielen. Dementsprechend denke ich mal, dass das schon ganz gut angenommen wird, auch von den Vereinen. Genau, und für die Soldaten heißt es, einerseits habt ihr ja euer Spaß-Mix-Turnier und jetzt gibt es ein ernsthaftes Turnier, das ihr auch noch macht. Ja, ist für uns auch super. Wir sind ja letzte Saison sehr, sehr souverän aufgestiegen. Für uns auch schön, mal uns mit höherer klassigen Mannschaften zu messen. Da, wo wir auch hinwollen. Wir wollen Bezirksliga, Landesliga. Dass dann irgendwann so Jungs wie der Alex uns dann auch noch verstärken. Das ist gut, die Jungs aus der Spaß. Hat er dann das richtige Alter oder wie ist das dann? Ja, dann noch nicht, aber da gucken wir drüber hinweg. Da machen wir eben noch ein bisschen graue Haare und dann passt das. Nee, ist für uns auch super, macht Spaß. Wie gesagt, eben das Auftaktspiel war nicht so top, aber jetzt, wir freuen uns auf die Begegnung, auch gerade gegen die HG und so, das macht richtig Spaß. Genau, und wir hören uns mal weitere Stimmen an, ja, von deinem Verein, den Bergischen Panthern, aber die zweite Mannschaft, die heute hier teilnimmt und den Remscheider TV. Sehr schön, das ist wunderbar. Denke ich mal, das hat die Organisator sehr schön bemüht und das wird uns wir sehr gut nutzen für eine Vorbereitung für die nächste Saison. Ich finde das Turnier sehr gut, das ist in den richtigen Zeitpunkt gekommen. Ja gut, also im Grunde wurden wir natürlich erst eingeladen zu diesem Turnier, was wir auch sehr dankend angenommen haben. Und in zweiter Sache ist es eigentlich im Grunde so, dass wir eigentlich ein ganz kleiner Verein sind, der Remscheider TV, und wir natürlich gerne auch so an einem großen Turnier gerne mal dran teilnehmen wollen und natürlich dann halt auch in Eigenwerbung natürlich auch. Das also weitere Stimmen, also die Resonanz ist positiv. Man hört, es wird auch ein bisschen hier geklatscht in der Halle, also die Unterstützung ist auch da. Wie ist das allgemein? Handball ist ja so ein Sport, sehr familiär, man ist untereinander befreundet. Ist das auch so eine Art ja, Treffen unter Freunden? Absolut. Also man sieht halt hier wirklich Leute, die man das ganze Jahr in verschiedenen Hallen sieht. Ja, und die sind an einem so einem Wochenende dann mal auf einem Fleck. Und deshalb ist auch so Ziel dieses Turnieres, so Leute wieder zusammenzubringen, die ich vielleicht auch mal lange Zeit nicht gesehen haben und so. Und dementsprechend halt auch das vielfältige Teilnehmerfeld, damit auch jeder auf seine Kosten kommt. Genau. Und es ist auch interessant für die kleineren Vereine, mal hier in der großen Sporthalle Neuenkamp zu spielen. Ja klar, macht Spaß. Wir spielen ja sonst in Klausen. Das geht vielen anderen Mannschaften auch so. Und wenn wir jetzt hier ein paar Zuschauer haben, macht es natürlich noch mal mehr Spaß. Und ja, ist ein heiteres Zusammenkommen hier. Man begrüßt ständig nur Leute, mit denen man schon mal zusammengespielt hat, die man so kennt. Und macht riesig Spaß, auch gegen die dann zu spielen.
Was, als ausrichtender Verein, was für eine Zielsetzung habt ihr jetzt eigentlich? Ach du, wir wollen Spaß haben, wir wollen vom Organisationskomitee, dass das hier vernünftig läuft. Wir würden natürlich hier und da mal ganz gerne auch einen größeren Verein da ärgern, aber wir wollen uns da vernünftig verkaufen und wollen, dass wir mit dem Turnier hier gut starten. Und ob wir jetzt Dritter, Fünfter oder Siebter werden, das ist, glaube ich, egal. Letzter wollen wir nicht werden, mit Sicherheit. Ja, also mit dem Unentschieden, glaube ich, ne? Da könnt ihr dann wahrscheinlich noch drum herum gekommen sein. Wenn die Leute am Samstag und am Sonntag vorbeikommen wollen, wann geht's los? Ja, an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr. Am Samstag geht es bis 20 Uhr abends. Das heißt, wir haben den ganzen Tag über Programm. Ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute hinkommen würden und ja, diese Sache annehmen würden, weil ja, ich denke mal, es lohnt sich. Genau, und Sonntag 15 Uhr ungefähr. Richtig. Finale. Ganz genau, so ungefähr, circa. Man kann natürlich bei so Turnieren nie sagen, wir haben einen Puffer eingebaut, aber ungefähr um 15 Uhr sollte das Finale sein. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wer da, welche Mannschaften da aufeinandertreffen. Genau, danke euch beiden für dieses Gespräch. Also noch dieses ganze Wochenende hier in der Sporthalle Neuenkamp, der Bergischen Handballmasters, organisiert von den Bergischen Soldaten der Liebe. Ja, und da wird richtig, richtig guter Sport geboten.